Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Korea und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 19 und wir stehen auf Rang Nummer 6 mit 123 Siegpunkten. Und ich war jetzt leider 2 Tage knapp nicht da und in diesen 2 Tagen ist der große Klimax hier passiert, nämlich der große Krieg mit den Amerikanern. Der ist ausgebrochen, wir wurden angegriffen, bereits gestern ist das passiert und es gab jetzt vor einigen Stunden die erste große Schlacht und zwar die Schlacht um Prince George. Dort haben wir versucht zu verteidigen, ich war entsprechend nicht wirklich vor Ort, konnte nicht entscheidend eingreifen, die Schlacht haben wir verloren. Und so wie ich das jetzt auch bislang sehe, sehr destruktiv. Wir können es bereits hier sehen in unserem eigenen Zeitungstab. Die Kriegserklärungen und die ersten Schlachtberichte. Armeegruppe zerstört, Prince George ist gefallen. Piratini und Bolivien haben hier die meiste Arbeit gemacht und haben uns angegriffen. Wir haben über 100.000 Truppen verloren in Prince George, in der Level 2,5 Festung wohlgemerkt und haben dabei nicht wirklich viele Feinde mitgenommen. Wir haben einige Panzerwagen zerstört von einem der beiden, aber ansonsten wirklich eine ganze Menge verloren. Das liegt primär an unserer wirklich schlechten Moral. Unsere Truppen hier an den Grenzen sind wirklich stark geschädigt. Erst die frischen Verstärkungen aus dem Heimatland werden das dann fixen, dieses Problem. Aber unsere Truppen hier insgesamt nicht so stark, wie sie sein könnten. Und das merkt man, das tut uns hier wirklich sehr weh und hat uns eben jetzt hier eine ganze Menge Kräfte gekostet. Zum Glück ist der feindliche Angriff nicht unfassbar koordiniert. Das heißt, sie haben es auch heute erst geschafft, nur diese eine Provinz einzunehmen. Sie haben versucht, mit Panzerwagen hier nach Whitehorse zu gehen. Das konnte man dann verhindern. Wir haben Infanterie hingeschickt und unseren Panzer und damit konnten diese Panzerwagen dort nicht durchbrechen. Das wäre sehr schlimm für uns gewesen, aber das war natürlich alles deutlich sichtbar. Und somit halten wir weiter unsere anderen Grenzpositionen. Port Simpson, Iskut und New Archangelsk werden immer noch gehalten und sind sicher. Feindliche Luftschiffe greifen hier an, unsere tun es ebenfalls. Wir haben soweit damit auch mehr Erfolg. Wir haben ihre Positionen in San Francisco und Kamloops bombardiert. Und gerade auch San Francisco hat eine ganze Menge Moralschaden genommen. Ihr seht hier, 68% müsste eher so bei 80 liegen. Da haben wir also eine ganze Menge Schaden angerichtet und auch die Gebäude beschädigt. Und sie können derzeit mit ihren Einheiten noch nicht wirklich irgendwas dagegen machen. Das heißt, wir werden jetzt hier weiter diese Angriffe fliegen. Dauert immer 5 Stunden, ist eine ganze Weile. Aber eben eine sehr gute Möglichkeit, die feindliche Produktion hier im Norden unten zu halten. Das Gute ist, wie bereits erwähnt, soweit sind die Angriffe nicht unfassbar koordiniert. Gerade Argentinien war heute nur peripher dabei. Es waren primär Bolivien und Piratini. Bolivien übrigens auch hier anwesend, haben sie mir gesagt. Das heißt, willkommen Bolivien. Ich wünsche uns beiden hier ein gutes Game. Ich bin sehr gespannt. Und hier werden wir tatsächlich mal gucken. Das ist nämlich hier ein Kreuzer gewesen. Ich werde mal Truppen entsenden, um hier wieder Hanna einzunehmen. Und hier werde ich die mal angreifen und dann wieder zurückgehen. Die haben versucht, uns hier die hawaiischen Gebiete wegzunehmen, aber unsere Alliierten reagieren ja auch und sind auf dem Weg, schicken uns Truppen. Dazu komme ich gleich nochmal. Wir hatten übrigens heute auch Seegefechte gehabt mit Argentinien selbst. Ihre Kreuzer waren hier, unsere hier oben. Wir haben schweren Schaden genommen, sie ebenfalls. Ich muss mich dann zurückziehen. Unsere U-Boote werden diese Arbeit dann fortführen, versuchen diese Einheiten zu versenken. Derweil gehen wir hier primär in die Defensive über, das heißt auch morgen dann ist der Plan, dass wir uns hier zurückziehen werden. Ich werde wahrscheinlich auch Fort Simpson verlassen, weil wir ja ursprünglich gedacht haben, dass wir vielleicht diese Gebiete hier halten. Aber meine neue Idee ist dann sogar eventuell mich bis nach hier zurückzuziehen, diese Einzelprovinz. Dieses Fort ist hier für uns sehr gut verteidigbar. Die Festung bereits dort schon lange im Bau, das ist für uns eine optimale Position. Die Grenzgebiete hier hätten wir nur halten können, wenn die anderen nicht kompromittiert werden. Das ist jetzt passiert, das heißt, ich will hier eigentlich gar nicht mehr stehen. Ich bin eventuell bereit dazu, mich da heute Nacht noch aufzuhalten, weil der Feind ja, bis er hier einen Angriff mobilisieren kann, noch ein bisschen warten muss. Die brauchen hier eine ganze Weile, um da durchzukommen. Das ist ja kein leichter Weg. Eine ganze große Strecke hier. Wir können es ja mal irgendwie simulieren. Das sind hier 7 Stunden. Das ist gar nicht mal so lange eigentlich. Ja. Sie könnten uns halt erreichen. Aber andererseits 7 Stunden müsste ausreichen. Ich würde halt ungern die ganzen Kavalleries verlieren. Und die 2 Artis wären auch ungeil. Aber ich möchte auch Iskut nicht aufgeben. Andererseits würden sie ja eh weiter vorrücken. Ich werde vermutlich dann Iskut einfach verlassen. Mit den wichtigsten Einheiten ein paar Infanteristen zurücklassen und dann nach Neu-Archangelsk gehen, um dort die Position zu beziehen, die Artis dadurch schützen. Und dann werden wir auch Port Simpson verlassen müssen, bevor wir hier abgeschnitten werden. Diese Gefahr besteht nämlich, andererseits ist der Weg auch ziemlich lang, also sollte nicht passieren. Aber diese Kräfte zu verlieren wäre halt auch sehr sad und der Weg hier ist ja auch kein so kurzer, das sind immerhin auch 6 Stunden.
Ja, wir müssen also vorsichtig sein, das kann sehr schnell schief gehen hier. Aber ich denke, das ist soweit noch okay. Ich möchte vermeiden, dass diese Armee hier in Aktion tritt, weil die ist schon scary. Die Panzerwagen geben eine ganze Menge Hitpoints und unsere Armeestärke insgesamt ist ja auch so stark gesunken. Wir haben aktuell eine Gesamttruppenstärke von 482.000. Das ist jetzt deutlich weniger. Es kommen weitere Kräfte an und ja, es kommen auch alliierte Kräfte an. Ich muss ganz kurz aufpassen hier. Die werden versuchen, da zu landen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und ja, genau, alliierte Kräfte sind auf dem Weg. Die philippinische Landungstruppe für Mexiko ist umgedreht, auf dem Weg jetzt nach Norden, um hier die Position zu sichern. Das Ziel jetzt für uns ist das Überleben in Amerika. Dieser Brückenkopf muss halten. Wir dürfen ihnen diesen Brückenkopf nicht geben, weil es ist klar, sie wollen uns da raushaben. Das macht für sie Sinn. Das dürfen wir nicht zulassen. Wenn sie uns jetzt hier rausdrängen, kommen wir dann nie wieder rein. Weil dann wissen sie, dass wir da Interesse haben. Sie werden uns nie wieder hier reinlassen. Wir dürfen auf gar keinen Fall diesen Brückenkopf verlieren. Ob wir das schaffen, ist die andere Frage. Wir kämpfen halt eben gegen eine ganze Koalition, bekommen limitierte Hilfe aus China aktuell. Ich weiß gar nicht, ob uns China noch ein bisschen mehr Hilfe schicken wird. Hier ist Hainan auf Reisen. Naja, China, was ist denn euer aktueller Plan? Ich hatte jetzt heute gar nicht mehr Zeit zum Kommunizieren. Die hatten ja ihre Armeen hier. Die Philippinen machen hier ihre Sichtlinien. Hier ist gerade Brasilien auf dem Weg. Das hier ist ein U-Boot, das ist natürlich sehr geil. Wo sind denn deren Armeen? Hier haben sie ein bisschen was hingeschickt, was geil ist, ne? Auch die Kreuzerflottille hilft da sehr, weil hier auch Kreuzer sind aus Piratini. Das heißt, die müssen dringend versenkt oder zumindest zurückgehalten werden. Wo sind denn bitte schön die Armeen? Hier sind die Armeen. Okay, die sammeln sich hier. Das ist ganz gut. Das heißt, ich hoffe, dass auch China dann auf den Plan treten kann. Wenn natürlich möglich, wäre es optimal, wenn wir hier im Norden imstande wären, dann nur mit den Philippinen quasi zumindest zu halten. Wir müssen hier nicht unbedingt den Brückenkopf weiter ausbauen, wir müssen ihn halten, um dann Zeit zu erkaufen für uns, um eine weitere Armee aufzubauen. Das machen wir jetzt auch gemeinsam mal ganz schnell, denn wir brauchen dringend mehr Kampfkraft. Sie haben hier 6, 7, 8 Artis, wir haben 2 und nicht viele auf dem Weg und das muss sich jetzt schlaghaft ändern. Also, Weifang muss nicht nur aufgebaut werden, das benötigt Stahl. Weifang muss auch mit dem Bau von einer Arti beginnen. Wir verkaufen auch ebenfalls hier noch ein bisschen Zeug. Wir haben jetzt richtig viel Geld. Können entsprechend hier so große Einkäufe tätigen. Immer noch extrem teuer. Weifang, da wollte ich hin, genau. Bitte einmal aufrüsten und eine Arti bauen. Da geht unser Geld schon wieder hin. Kobe baut bereits und Andong baut ebenfalls. Pyongyang wäre natürlich jetzt auch geil. Das kommt auf den Ölpreis an. Der ist jetzt auch nicht so perfekt, aber das ist besser als nichts. Wir haben ja wirklich Öl ohne Ende. Da können wir uns was draus schnitzen. Das heißt, da können wir etwas verkaufen. Fisch ist auch noch verkaufbar. Was soll's? Machen wir ebenfalls. So, 85.000. Mehr wird's nicht. Und Stahl gibt es nicht mehr viel. Oh, das ist aber echt. Das ist mies. Oh, das ist nicht gut. 4.000. Uiuiui. Wir können noch ein bisschen Kohle verkaufen. Aber auch das ist nicht genug, Freunde. Reicht nicht. Dann können wir Pyongyang noch aufrüsten. Andererseits müssen wir noch die ganzen Festungen bauen. Ich würde ja hier beide Stellungen gerne halten. New Russia, also auch Neue Archangelsk ist eigentlich zu schade zum Aufgeben, wisst ihr? Das ist eine Doppelholzprovinz. Das kann ich nicht aufgeben. Das sind alle unsere großen Fortschritte gerade, die da hingehen. Einfach nur, weil das haben wir alles teuer eingenommen. Das darf ich eigentlich gar nicht aufgeben. Na, Archangels, das darf ich eigentlich überhaupt nicht aufgeben. Das ist gar nicht erlaubt. Die Frage ist halt, können wir es halten? Was haben wir denn hier noch so? Wir haben hier 150.000 Infanteristen, 2 Artis, 12 Kavallerien, 3 Panzerwagen, 2 Luftschiffe und 1 Panzer. Ja, das ist nicht schlecht. Und hier drüben kommt noch ein bisschen mehr an. 50.000 Truppen kämen dort ebenfalls an und zwar kämen die in 21 Stunden an. Aber in 21 Stunden wird das hier sehr, sehr eng. Da müssen wir wirklich alles in den Ring werfen. Hier kommen nochmal 50.000 Truppen an. Also mit denen ist zumindest dann das Halten an diesen Stellungen hier kein Problem. Die Frage ist halt, rüsten wir neu Archangelsk nochmal weiter aus? Es ist eine so wichtige Basis, die wir auch dringend bräuchten für Produktion eigentlich. Auch der Hafen ist so schön dort. Haben wir ja weiter noch ausgebaut extra. Alles ganz, ganz wichtige Dinge, die wir hier haben, könnte unsere absolute Basis sein, aber jetzt eben ist es eine Frontlinie, damit sehr, sehr gefährdet, das kann morgen erreicht werden. Der Feind kann in 12 Stunden, spätestens schon, wenn er jetzt losgeht, in Neu-Archangelsk sein, mit minimalem Kampf und wird dann bereits vor New Russia stehen. Whitehorse wäre in Gefahr, ich müsste eigentlich Fairbanks aufrüsten, aber will ich das? Eigentlich schon.
Das muss ich eigentlich. Ich kann das nicht machen, ne? Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ja, wir müssen hier weiter ausbauen. Das hilft nichts. Wir haben eine bessere Materialproduktion, das muss man deutlich sagen. Die ist wirklich besser geworden. Aber der Verlust von neuer Eichhorngeld, das wären halt, das sind aktuell hier 6000 Holz. Das ist eine ganze Menge Holz. Das ist eine ganze Menge Holz für uns. Knapp ein Viertel unserer Holzproduktion. Das ist eine ganze Menge. Das will ich nicht unbedingt verlieren. Also dementsprechend, ja, wir müssen gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, das zu verteidigen. Wahrscheinlich nicht. Wenn sie alle wach werden, werden sie uns da rausschlagen können. Sie werden auch sich der Sache bewusst sein, dass sie schnell handeln müssen. Aber Schnelligkeit wird nicht viel bringen. Wir werden auf jeden Fall Alaska retten können. Sie werden es nicht schaffen, hier durchzubrechen. Damit wir werden so viele Truppen haben. Wir werden hier alles in den Ring werfen, wir haben nichts zu verlieren. Weil wenn wir hier auch alle Truppen verlieren sollten, sind wir trotzdem hier drüben nicht gefährdet. Sie kämen ja nicht durch. Sie kämen ja nicht bis nach Japan oder so. Das heißt, hier drüben ist alles safe. Wir kaufen damit Zeit für unsere Allianz, die ja ist bereits schon hier in Finnland steht übrigens. Also das lief richtig gut, auch dank unserer Hilfe natürlich. Wenngleich gerade hier die Mandschurei ein bisschen die Truppen in den Suizid schickt nach Tver. Norwegen ist jetzt kein Pushover, die verteidigen sich hier auf jeden Fall. Der Krieg herrscht ja bereits und sie werfen hier große Armeen in den Ring. Aber ich denke, da vertraue ich auf die Fähigkeiten dieser beiden, die haben es ja so lange richtig gut gemacht. Die werden das sicher irgendwie hinkriegen. Die Mandschurei und die fernöstliche Republik werden uns keine Hilfe schicken. Dafür werden eben wir drei das hier übernehmen. Das wird unsere große Aufgabe sein. Die beiden holen sich hier Punkte. Wir müssen diese Koalition irgendwie in Schach halten, müssen sie abnutzen hier oben im Kampf in Alaska, diesen Brückenkopf irgendwie halten und dann gemeinsam einen Plan erarbeiten, um zurückzuschlagen. Das kann auf zwei Weisen passieren, by the way. Wir können wahlweise eins hoffen, dass jetzt mit den neuen Truppen, die reinkommen, unsere frischen Truppen sowie die alliierten Truppen, die dort landen werden, dass mit all diesen Kräften kombiniert es uns gelingt, den Feind jetzt, das heißt in den nächsten 3-4 Tagen, in eine Falle zu locken und dann so entscheidend zu schlagen, dass ein Durchbruch bis an die Produktionsstandorte hier von Kamloops und San Francisco möglich ist. Wenn wir bis hierhin kommen würden, ist der Krieg relativ entschieden, weil diese Produktionsressourcen für uns wären kriegsentscheidend. Wir könnten dann 4-5 Fabriken täglich anschmeißen. Wir könnten hier neue Archangelsk aufrüsten, weitere Fabriken aktivieren, eine sechste sogar bauen und dann damit mehr produzieren, als diese Nationen produzieren können, vor allem gemeinsam hier mit den Philippinen und China. Die andere Option, wenn das nicht passiert, davon gehe ich auch aus, ist, dass wir einfach eine Linie Fairbanks, New Russia, vielleicht New Archangelsk, aber wahrscheinlich eher diese beiden oder im schlimmsten Fall dieses Fort hier halten, diese Linien halten und dann damit einfach Zeit erkaufen. Beide Seiten bauen sich auf, beide Seiten gehen auf Tuchfühlung, werden sich bombardieren, werden Seekrieg führen. Und dann irgendwann gelingt es hoffentlich uns, einen Breakout zu machen mit neuen frischen Kräften und mit vielleicht einer Landung der chinesischen Truppen irgendwo hier im Süden. Und dann können wir eine große Offensive starten und versuchen, den Feind damit zu überrennen. Das sind die einzigen beiden Zukünfte dieser Art und Weise. An eine Zukunft, in der wir hier rausgedrängt werden, möchte ich gar nicht denken. Das wäre sehr unglücklich. Das wäre zwar nicht das Ende, aber da müsste hier wirklich viel schief gehen. Das wäre eine große Katastrophe. Da müssten wir jetzt hier kapitale Fehler begehen, würden unsere gesamte stehende Armee verlieren. Einfach sofort unsere Luftschiffe, unsere Artis, unsere Panzer, unsere ganzen tollen Kavalleries, die wären alle dann tot. Das wäre nicht gut. Somit will ich daran gar nicht erst denken. Aber die frischen Kräfte, die ankommen, die sprechen eine deutliche Sprache. Das sind allein jetzt eben hier dann für morgen schon nochmal 121.000 Truppen und eine Artie, die da ankommen werden. Das ist eine ganze, ganze Menge an Zeug. Plus noch die philippinischen Truppen, die übermorgen da sein werden. Das hilft ungemein und auch die marine Kontrollzone, die wir etablieren hier, unsere alliierte Antwort auf den Feind, das ist eine sehr starke und da habe ich sehr, sehr hohe Confidence rein, dass wir das gemeinsam schaffen können, dass wir den Feind hier aufhalten können, das ist unsere einzige Aufgabe aktuell, Zeit kaufen und dann gemeinsam zurückschlagen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.